So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play GTA San Andreas Live Your Dream. Und ja, was wir jetzt als allererstes mal machen, ist uns vor allem mieten. Weil ich möchte nicht mein Auto immer da abholen und ich möchte mal woanders bauen können. So, slash mieten. Zu blöd zum Schreiben. Okay, ein Bike, das ist am billigsten. Ich habe kein Geld. Hab ich kein Geld? Lol, ich habe genau gar nichts. Okay, das ist komisch. Warum habe ich genau gar nichts? Also es ist bald Payday. Dann habe ich was. Eigentlich müsste ich ein bisschen was haben. Nicht viel, aber ein bisschen was. Eine Viertelstunde. So, dann geht die Aufnahme auf jeden Fall noch. Ja, wenn ihr gerade so zog, dann schreibt mir mal kurz in die Kommentare, wie ihr zurzeit findet, wie die Videos kommen. Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ja, okay. Ist es zu viel eher? Weil, wenn alles nach Plan läuft, wie gesagt, dann 3 Videos am Tag. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht zu viel ist. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Oder ob ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und ein Verbesser und dreimal oder fünfmal oder noch öfter Live Dream am Tag ist kein Verbesserungsvorschlag, weil ich mir denke, dass das natürlich wieder das beliebteste Projekt ist. Na? Okay. Stimmt, was wäre eigentlich ein Vorschlag? Ich habe so gar keine Ahnung. So. Oh, warte mal eine Sekunde, ich habe was vergessen. Gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich dachte nur, der Sound ist zu laut, weil das hat sich vorhin so angehört und jetzt passt alles. Also, hat alles gepasst schon. Vorher und so, ne? Ist klar. Gut, erstmal zu meinem Auto. Und dann irgendwas machen. Ja, und ich weiß auch, warum ich kein Geld habe, weil letztes Mal, als ich aufgenommen hatte, hatte ich Minusgeld noch. Und jetzt habe ich halt keins mehr. So, ich habe auch jetzt ein bisschen gejobbt währenddessen. Also zwischen der Aufnahme und der letzten Aufnahme. Und habe, glaube ich, 22.000 verdient. Also ich habe 2 Runden gefahren, glaube ich. Ich habe 2 Runden gefahren. Und ja, ich werde mir jetzt auch erstmal einen anderen Job suchen, weil ja, ich denke mal, den sieht man ziemlich oft, außerdem kotzt mich das ziemlich an, dass man da immer warten muss. Also gucke ich mal, ob es irgendwann gibt, wo man nicht warten muss. Und nehme den dann. So, auch nur noch 10 Minuten bis zum Payday. Und ja. Ne? Wo ich mich anmiete, weiß ich noch nicht. Ich denke, ich könnte das in der Nähe des dann vom Standort meistens Berufs. Ich kann mal kurz mal gucken. Geht hier Quitshop? Nee. Der muss ja das im Arbeitsamt machen. Ich dachte, das geht hier, aber dann halt nicht. So, da vorne steht schon alles. Hoffentlich sind die nicht wieder gestapelt. Wahrscheinlich eh. So, und ihr seht, das ist mal wieder abends. Nachts. Aber wie ich schon in anderen Videos erwähnt habe, wenn ich die Möglichkeit habe, dazwischen zu wählen, ob ich nachts oder tagsüber auf bin, dann bin ich lieber nachts wach. So. Ah, ne. Oh, es ist nicht gestartet. Was ist da los? So. Slash. Carlock. Und Motor. Und Licht. So. Ja, dann fahre ich erstmal zur Stadthalle. Und guck mal nach einem anderen Job.
nicht genug Geld, um an. So, da bin ich auf den Quatschkraft gekommen. Weil, ne? Ich habe das auf diese Taste links neben der Rücktaste und deswegen kann ich da ganz leicht mal auf den falschen Knopf kommen, wenn ich versuche, was zurückzutun. Also eigentlich nicht, aber passiert. So. Dann hoch da. Und gucken. Schnell! Stagern, stagern. Hui. So, kurz warten. Muss ja nicht so tun, statt nur sowas. So, und das war's. Ist du, oder? Ja. Dann können wir jetzt in Ruhe einen neuen Shop suchen. Slash Stadthalle. Also, Arbeitsamt. Job kündigen. Sonst, wenn es an mir gehen würde, würde ich natürlich Pilot werden. Allerdings habe ich keinen Pilotenschein. Was ist denn Bauarbeiter? Man macht den LKW schon. Trucker wahrscheinlich auch. Ja. Pilot braucht man Pilotenschein? Ja. Nein, das gibt es nicht. Oh Gott. Ich bin so blöd. Und wie wird das jetzt gezahlt? Ich weiß wahrscheinlich mal allein. Kfz-Mechatroniker. Nein. Das gibt's doch nicht. Gibt's einen Schiffsschein? Ja. Dass man neu aufrufen muss. Das 2000 Rupee, der ist echt nicht sehr viel. Straßenreiniger. Das gibt's nicht. So. Jetzt aber Straßenreiniger. Ich mach's einfach mal. Nächste Mal parke ich um die Ecke. Wohin fahre ich überhaupt? Komm, fahr doch. Das wenn es so schwer wäre. So, ich muss überhaupt gucken, wo ich hin muss. Slash. Oh, ich habe 33.400 bekommen, ja, weil ich dreimal gefahren bin. Finde ich gut. Gut, ja, mein Kontostand war auf minus 3.000, jetzt ist er auf 30.000 und ich mache mal kurz slash help. Doppelfehler. Slash Showjob.
Okay. Dann mal gucken, wo ich dahin muss. Ich weiß nicht. Ist egal, kein Unfall. Okay.